So, hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einem neuen Let's Play auf meinem Kanal. Und zwar begrüße ich euch recht herzlich zu... Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ostriv. Ostriv ist ukrainisch und bedeutet die Insel. Was, naja, in gewisser Weise was mit diesem Spiel zu tun hat. Also, ganz kurz zum Hintergrund. Ostriv ist ein Spiel, was der gute Yevgeny, das ist ein, ja, einziger Entwickler in diesem Spiel, seit 2014 zu Hause in seinem stillen Kämmerlein entwickelt hat. Ein klassisches Aufbaustrategiespiel, zu vergleichen so ein bisschen mit Banished oder Life is Feudal Forest Village. Allerdings sehr, sehr viel detailreicher. Und ich habe jetzt so knappe 3 Stunden schon gespielt und bin echt begeistert von diesem Spiel. Also, was da für kleine, niedliche Details dabei sind, ist echt sehr, sehr gelungen und habe ich sonst auch in keinem weiteren Spiel bis jetzt gesehen. Kurz zum Hintergrund auch noch, das Ganze ist eine Alpha 1. Unten seht ihr das, Patch 8. Deswegen ist noch nicht allzu viel Inhalt drin, allerdings für eine Alpha-Version. Bis jetzt echt gut. Also ich habe noch keine Fehler gefunden. Das Spiel ist noch nicht abgestürzt in der Zeit, wie ich es jetzt gespielt habe. Toi, 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 ich klopfe auf Holz, dass es auch so bleibt. Und ja, das Ganze könnt ihr, der Link ist unten, euch auf der Homepage von Ostriv quasi kaufen, den Entwickler unterstützen. Der hat jetzt auch umgesattelt und ist jetzt tatsächlich nur noch damit beschäftigt, Ostriv zu erweitern und zu patchen, beziehungsweise weiterzuentwickeln. Er hat auch so eine kleine Roadmap, wo er noch weitere Ziele aufgeführt hat, die, naja, aus, ich glaube, über 30 Punkten besteht, was er noch alles machen will. Und ja, also da gibt es, glaube ich, noch sehr, sehr viel, wenn das wirklich so weitergemacht wird, vom guten Yevgeny. Und ich bin sehr gespannt, ich bleibe auf jeden Fall am Ball. Und ja, für euch jetzt also ein paar Folgen Ostriv. Mal gucken, wie weit wir kommen. Und ich muss sagen, zum Glück habe ich schon 2-3 Stunden gespielt, denn jetzt in der nächsten Runde, also in der, die ich jetzt auch aufnehme, da werde ich definitiv einige Sachen nicht mehr so machen wie in der ersten Runde, denn, naja, werde ich euch nach und nach erzählen. So, es gibt 3 Maps, achso, ganz kurz noch in die Option, ja, hier kann man so ein bisschen Qualität und sowas noch einstellen. Sprachen gibt es Englisch und Ukrainisch ist das, ja. Autosave mache ich mal alle 5 Minuten. Obwohl, es stürzt ja nicht ab, kann auch alle 10 Minuten machen. FPS-Limits habe ich jetzt mal hochgesetzt, Water Reflections, alles normal. Das kann man auch in den Settings quasi vorher schon machen. Und UI Scale, ja, machen wir 100. Required auch in Restart. Ja, lassen wir. Gut, dann genug Vorgeschichte. Wir starten ein neues Spiel. Es gibt aktuell 3 Karten. Ihr seht hier so, naja, das ist so ein kleiner Startpunkt. Das ist unser kleines Zeltdörfchen, die Zeltstadt, die wir gleich noch ein bisschen näher betrachten werden. So ein Flussarm und das Dunkle sind Wälder, Bäume. Und ja, ich habe bis jetzt mit dieser Karte gespielt, war damit eigentlich auch sehr zufrieden. Deswegen machen wir auch die Karte dann gleich nochmal. Und ja, dann geht's also los mit Ostriv. Wie gesagt, übersetzt die Insel, aber ihr seht, es gibt keine Inseln. Es ist alles nur Land mit Fluss. Naja, gut, wa? Vielleicht kommt ja das später noch dazu. So, das ist also unser Startpunkt. Unsere kleine Zeltstadt. Bestehend aus 9 Wohnzelten. Einmal hier außenrum. Dann haben wir hier noch ein Camp Storage. Also quasi ja, kleiner Lagerplatz. Sehen wir auch hier oben. Komme ich aber gleich zu. Dann haben wir hier unser Camp Center. Da ist auch unser Bürgermeister drin. Das ist der gute Krylo Krytschuk. Oder Krytschuk. Ah, ich kann ukrainische Namen echt beschissen aussprechen. Tut mir leid. Für die, die es mit der ukrainischen Sprache besser haben als ich. Also, Kyrylo Kyrychuk. Die können die auch nicht umbenennen. Aber ja, das ist unser aktueller Bürgermeister. Wir können den übrigens auch entlassen mit Rechtsklick und neuen wählen. Lassen wir aber. Dann haben wir hier noch einen Brunnen. Da wird fortwährend Trinkwasser gefördert, was die Leute sich dann nehmen. Dann haben wir hier noch so einen kleinen, ja, ich nenne mal so einen Erholungs- Örtchen mit dem Campfire, wo die Leute sich wärmen können und 2 Holz, naja, Bänken, also es sind 2 Holzstämme, wo die Leute sich ausruhen können. Und dann haben wir hier noch einen kleinen Parkplatz für unsere 3 Karren. Die werden benötigt, um Ressourcen von A nach B zu transportieren. Ressourcen sehen wir hier hinten. Hier haben wir schon mal ein bisschen Holz rumliegen. Das sind Nägel. Hier sind auch ein paar Sachen noch davor. Und ja, das ist unser Startpunkt.
Wir sehen oben die Geschwindigkeit. Pause machen wir mit der Leertaste. Das die Spielgeschwindigkeit 1, 2, 3, wie man es aus vielen Spielen kennt. Wir befinden uns im März 1721. Wir haben aktuell 21 Menschen. Echt nur 21? Also beim Start vorhin hatte ich 23. Also da hatte ich 5 Kinder und nicht nur 3. Naja, gut, die haben nicht so viel gehackt wie die anderen anscheinend. Das ist unsere Schatzkammer. Da haben wir ja knappe 1000 Silbermünzen, nenne ich es jetzt einfach mal. Das wird später auch noch ein bisschen Einfluss haben. Kommen wir aber auch noch dazu. Und dann sehen wir nochmal die Übersicht, die total oder ja alle Waren, die wir aktuell haben. Also wir haben 100 Holz, 12 Thatch, also Stroh, 10 Eisen und 1600 Nägel. Ja. Dann hier unten haben wir eine kleine Weltkarte. Hier sehen wir unsere Stadt. Dann haben wir einmal Balaklia, eine andere Stadt. Dann haben wir noch Merefa und Derhashi. Die drei Städte. Mit denen können wir später handeln. Beziehungsweise, wenn wir einen Handelsposten haben, kommen die auch ab und zu bei uns vorbei und bieten uns ihre Waren an. Ja, ist dann nicht unwichtig später. Denn auf die ist man tatsächlich angewiesen im Laufe des Spiels. So, ja, gut, hier eine kleine Notiz. Die aktuelle Version des Spiels hat eine vereinfachte Welt, ja, Karte und ja, wird aber in den späteren Versionen gefixt. So, hier kommen wir ins Menü, da will ich nicht hin. Hier haben wir die Karte von unserer, ja, quasi Karte, die Karte, die Karte von unserer Spielwelt. Und unten haben wir das Baumenü. Ja, das war's. Und hier oben haben wir noch eine, naja, ich nenne es mal eine kleine Missionsanleitung. Die ist aber, also, wenn wir das geschafft haben, kommt noch ein Tipp und danach ist vorbei. Also ist sehr übersichtlich. Ja, so, dann gehen wir mal kurz durchs Baumenü. Also, wir können bauen Häuser. Bis jetzt nur Basic Housings, also ja, normale Häuser. Da sollen auch noch diverse dazukommen im Laufe der nächsten Patches. Dann haben wir was für Wasser. Einmal den Brunnen, den kennen wir schon. Und einmal so einen Steg, also eine Plattform. Dessen Nutzen ich noch nicht wirklich rausgefunden habe. Also hier steht Basic Source of Water, aber irgendwie kann man damit noch nichts machen. Naja, mal gucken. So, Production, das ist sehr umfangreich bis jetzt. Also hier Förster, Farm, Windmühle, Hühnerstall, ein Kuhstall, dann haben wir hier einen Schmied, Carpenter ist hier einer der Schreiner, genau. Heutrockner, dann haben wir wieder Tannery, also Lederverarbeitung, Schlachthaus und so weiter. Ja, werden wir nach und nach auch alles bauen. Dann haben wir hier noch Trade and Transport. Da haben wir noch, ja, Lagerhäuser, so eine Handelsposten und noch, ja, hier haben wir noch eine Brücke und Parkplatz und einen Markt. Dann haben wir noch ein Government. Da haben wir hier die Town Hall, also quasi die Stadthalle. Mittelpunkt der Stadt, irgendwann mal, jetzt noch nicht. Dann haben wir noch ein bisschen Dekoration, die wir anbauen können. Und, ja, Education, sehen wir gleich. Work in Progress kommt dazu. Health kommt später dazu und Religion kommt auch später hinzu. Ja. Das also die gesamte Übersicht der Karte, der UI. Und unsere erste Aufgabe, wie wir links auch schon sehen, ist erstmal einen Förster zu bauen. Damit wir stetig Holz nachproduzieren können. Das finden wir unter Production. Die Forestry. Und dann haben wir hier erstmal unser Gebäude. So, mit R und T kann man drehen. Und ich baue das mal. Ich habe es davor ein bisschen anders gebaut, aber wie gesagt, ich habe gelernt. Und ich glaube, das ist auch nicht verkehrt, dass ich es gelernt habe. So, wir bauen es mal hier so richtig an Waldrand ran. So, dann entstehen hier so ein paar Fädchen. Und anschließend werden wir mal die Spielgeschwindigkeit auf normal machen. So, hoffentlich ruckelt es jetzt nicht. Bei der letzten Aufnahme oder beim ersten Versuch hat es ein bisschen geruckelt immer. Aber ich glaube, jetzt sollte es gehen. Für die, die es aufnehmen wollen, geht bitte nicht in den Vollbildmodus und stellt auf 60 FPS hoch. Dann sollte es eigentlich gut zum Aufnehmen sein. So, okay. Das Spiel besteht daraus, oder es ist so aufgeteilt, dass alle, die keine Arbeit haben, werden jetzt zu Trägern oder zu Arbeitern. Also die werden jetzt hier nach und nach erstmal die ganzen Materialien holen, zur Baustelle bringen und dann werden andere freie Arbeiter das Gebäude aufbauen. So, jetzt kommt das Erste, was ich mega geil finde in diesem Spiel. Also, hier. Sie war ja, okay, der Typ hier bringt schon mal die ersten Waren. So, das ist nicht so, dass er die einfach irgendwo hinpackt,
sondern er packt jetzt eine Kiste vom Karren und stellt die hier hin. Dann geht er wieder zum Karren, holt die nächste Kiste, das müssten Nägel sein, genau, es sind Nägel, stellt die auch hin. Der andere holt hier Holz von seinem Karren und stellt das Holz hier hin. So, gut, okay, die fahren jetzt ineinander, weil sie nur einen Punkt haben. So, jetzt kommt das mega geile. Also das finde ich schon mal sehr, sehr nett. Aber jetzt geht's los. Der erste Bauarbeiter kommt. Er nimmt sich einen Holzstamm. Einen, wohlgemerkt. Und baut den. Dann geht er zurück, nimmt sich den nächsten. Die anderen machen genau das gleiche. Die nehmen sich einen Holzstamm. Bauen. Einen Holzstamm. Das wird jetzt übrigens der Untergrund für unsere Hütte. Also dass das alles auf einer Ebene ist. Also sich ausgleicht. Ihr seht, es ist sehr detailreich. Und das in der Alpha-Version. So. Ja, jetzt bauen sich erstmal ja, quasi die Holzstämme, dass wir alle eine Ebene haben. Aus dem schon gelieferten Holz. Mal gucken, ob wir es schon auf die nächste Stufe bringen können. Ich bleibe mal in diesem Baumedium drin, weil dann kann ich auch gleich noch ein bisschen was dazu erklären. Ja, also ihr seht, hier sind dann freie Arbeiter, werden jetzt zu ja, Bauarbeitern und einmal zu Trägern. Die Träger holen jetzt andere Sachen noch. Und hier werden dann schon die nächsten Stämme gebaut. Das wird, glaube ich, der... Die Abstützung für das Holzlager von dem Förster hier. So, okay, jetzt haben wir leider kein Holz mehr, weil wir weiterbauen können. Ihr seht hier oben so kleine Balken. Hier seht ihr, das Ganze ist in Bauabschnitte aufgeteilt. So muss ich es mal erklären. Und ihr seht, für den ersten Bauabschnitt brauchen wir Holz und Nägel. So, Holz haben wir jetzt wieder geliefert bekommen und da müssten jetzt theoretisch auch gleich die nächsten Arbeiter kommen und diesen Bauabschnitt weitermachen. So, für den zweiten Bauabschnitt brauchen wir nur Arbeiter. Da machen sie dann irgendwas anderes, wo sie keine Materialien brauchen. Für den dritten Bauabschnitt brauchen sie wieder Holz und Nägel. Für den vierten brauchen sie wieder nur ihre Manneskraft. Und für den fünften Bauabschnitt brauchen sie wieder Holz und Nägel. Wenn man später beispielsweise Häuser baut, dann sind hier ein paar mehr Sachen dabei und dann sieht man auch, wie die verschiedenen Bauabschnitte aufgeteilt sind. Also wenn ich jetzt ein normales Haus gleich baue, dann gibt es hier noch Lehm dazu und ich glaube, ach genau, Thatch gibt es noch, womit man die Dächer dann machen kann. So, also wie gesagt, jetzt hier erstmal haben wir schon wieder Materialien geliefert. Genau, Holz und Nägel. Jetzt müssten eigentlich die, die sich erholt haben, demnächst wieder hier hochkommen und weiter an der Baustelle bauen. Wie gesagt, jeder Bauschritt oder jeder Rohstoff und jeder Handgriff wird hier einzeln dargestellt und muss erfolgen. Also es ist wirklich, habe ich so in der Form noch nicht gesehen. Normalerweise gibt es hier immer so komplette Bauabschnitte, wo dann dieses Gebäude so nach und nach so in ein paar Stufen so nach oben gebaut wird. Aber hier ist es tatsächlich so, dass jede Ressource oder jeder Holzbalken und so weiter einzeln gesetzt wird. Und auch Wände und Dächer ist dann später so, dass die immer einzeln in jedem Schritt dargestellt werden und gebaut werden müssen. Aber wie gesagt, ich könnte einfach nur stundenlang diesen Leuten hier beim Bauen zugucken und bin mir wahrscheinlich nach jetzt 3 Stunden sicher, ich könnte mir aus eigener Kraft ein Haus bauen, weil ich jetzt ganz genau weiß, wie ich es bauen müsste. So. Also, ja, übertrieben gesagt, aber so ist es halt. Okay, so, dann bauen wir weiter Holzstämme, beziehungsweise immer noch hier irgendwelche Stützen. Wie gesagt, das müssten die Stützen sein für das Holzlager. So, da kommen schon mal die ersten Bretter. Übrigens, ja, auch, das sind die ersten Balken. Hier hat er einen großen Balken, das ist wahrscheinlich die Verbindung hierfür. Da kommen die nächsten Balken für unten. Das ist jetzt alles fürs Fundament, darauf kommt dann später der Boden. Allerdings muss man halt erstmal ein Fundament bauen, worauf man dann den Holzboden setzen kann. Es sieht ein bisschen gruselig aus, aber wie gesagt, es ist einfach nur krass. So, das müsste der erste Querbalken hinten sein. Genau, der hat einen größeren. Und so wird erstmal das Fundament gesetzt. So, das ist dann auch der erste Bauabschnitt. Nämlich, wenn wir erstmal alle Fundamente haben. Da kommt noch die Treppe, damit man auch hochgehen kann. Und damit haben wir den ersten Bauabschnitt fertig. So, zweiter Bauabschnitt besteht nur aus Arbeit. Und das ist nämlich der Boden. Der verbraucht keine Ressourcen und da gibt es auch noch keine Animation so wirklich. Das war jetzt der zweite Bauabschnitt. Dritter Bauabschnitt. Wir bauen die Balken für ja, das Haus an sich. Wie gesagt, ja, ist noch nicht. Ist noch ein bisschen fehlerbehaftet, weil die Leute dann halt immer runtergehen. Und also ich würde es mega geil finden, wenn die sich die Sachen nehmen, dann hier über die Treppe auch nach oben gehen zu den jeweiligen Standorten und dann auch über die Treppe zurückgehen. So, ja, naja, ist halt der direkteste Weg. Okay, so, jetzt müssten die Querbalken kommen. Wahrscheinlich.
Ach nee, das ist hier die Balustrade. Hier kommt die andere Balustrade. Übrigens, das, ihr seht nicht verkehrt, das sind quasi die Balken für den Außenbereich, also für die Terrasse. Und das ist das Haus an sich. So, dann werden die Wände hochgezogen. Die haben auch noch keine Animation, deswegen ist hier immer noch Work. Und die verbrauchen auch keine Ressourcen. Also, da müssen hier hinten noch die Wände gebaut werden und hier vorne. Genau, auch mit Fenstern und Türen oder Türrahmen. So, da kommen die Querbalken oben fürs Dach. Da kommt noch eine weitere Treppe. Ja, da geht es dann in das Holzlager rein. Und jetzt müssen die Querbalken für das Dach gebaut werden. Genau. Wie gesagt, es ist einfach mega geil. Also, ich finde das Spiel, auch wenn es eine Alpha ist, absolut geil. Allein wegen diesen Details schon. So. Gut, wir bauen in der Zwischenzeit mal ein bisschen weiter. Wir kommen aber gleich zurück, wenn wir hier weitermachen. Wir brauchen definitiv noch ein Clay Pit. Also eine Lehmgrube. Denn wir müssen für den Bau von Häusern Lehm haben. Und ich würde sagen, den Clay Pit baue ich. Den habe ich letztens, oder den habe ich beim ersten Mal hier hinten gebaut. Da fand ich eigentlich ganz gut. Dann setzen wir ihn auch wieder hier hinten rein. Der verbraucht keine Ressourcen, da wird einfach jetzt nur ein Loch gegraben. Und wenn wir irgendwo Clay brauchen, dann werden hier unsere Träger dahin gehen, ein bisschen ja, Lehm raussammeln und den dann zu den Baustellen bringen. Okay, so, hier wird erstmal weiter gesammelt oder weiter Material hingebracht. Wir bauen auch schon mal die ersten Häuser. Und dann kommen wir auch direkt zum nächsten, finde ich, sehr netten Detail dieses Spiels. Ich fange diesmal hier vorne an. Ich habe beim letzten Mal hinten angefangen, da war es hier vorne ein bisschen eng. So, wir setzen mal das erste Haus hier hin. So, wenn man jetzt ein weiteres Haus bauen möchte, sehen wir hier die Baustellen. Und es ist so, dass, ihr seht schon, dass die Zäune an die anderen Zäune anbapseln und wir quasi so ein, also nicht einzelne Gebäude bauen können, sondern die alle miteinander verbinden können. Dass es aussieht wie ein, naja, wie gewollt, dass sie wirklich auch zusammen immer sind. Und so kann man jetzt tatsächlich hier sich so eine gesamte Reihe bauen. Und es sieht so aus, wie als wenn die Zäune ja einmal durchgezogen sind. Ein bisschen nach vorne, weil da hinten ist ein, obwohl wir können auch den einen Baum da wegfällen. Und dann machen wir das letzte. Da, gut, da muss ein Baum weg, aber das ist okay. So. Dann haben wir jetzt hier vier Häuser. Mal ganz kurz die Bio-Reihenfolge kann man hier oben übrigens einfach beliebig ziehen. Sodass wir mit dem Haus anfangen und dann nach hinten arbeiten. Sehr schön. So, auch hier wird weitergebaut. Ja, jetzt kommt die Dachgiebel. Da seht ihr. Gut, er steppt sie halt so ein bisschen im Nichts, aber die Dachgiebel werden gesetzt. Und wir kriegen, oder wir brauchen auch keine Materialien mehr hierfür. Hier sind wir jetzt komplett voll, denn immer ein Holz braucht zwei Nägel. Ja, war ein Nagel hier, ein Nagel da. Gut, ist ein bisschen einfach dargestellt. Also wahrscheinlich bräuchte man im wahren Leben ein bisschen mehr Nägel. So, dann werden hier noch ein paar Pfähle gebaut fürs Dach des Holzlagers. Dann kommt auch oben der Querbalken fürs Dach. Genau, und die einzelnen Stufen für die Dächer. Es, wie gesagt, also ich finde es wirklich echt klasse. Und das Einzige, was bei dem jetzt hier so ein bisschen Hokuspokus ist, der Bau des Daches und so weiter. Das ist bei Wohnhäusern anders. Bei Wohnhäusern sieht man tatsächlich auch die einzelnen Schritte, wie die Dächer gebaut werden. Und ja, aber ihr seht, kann man kurz auf Pause machen, alles, was wir quasi gebaut haben, lässt sich auch wiedererkennen. Hier sind die Balken der Veranda, die hier mit diesen Verzierungen sind. Hier sind wir ja, mit den Stelzen, hier haben wir das Holzlager und hier haben wir auch die Treppe und so weiter. Also alles, was wir gebaut haben, wird eins zu eins übernommen. Gut, hier draußen, das ist anders, also das ist dazu gekommen, aber egal. So, damit steht unser Förster, unser Holzfäller. Dem müssen wir nur noch Arbeit zuweisen. Und dann gibt es so Produkts hier, ja, quasi Limits, die man setzen kann, bis wie weit dieses Gebäude arbeiten soll. Also Lok, sagen wir, bis wir 12 Loks haben. Holz, bis wir 200 Holz haben. Das ist okay. Firewood, bis wir 200 haben. Und Bark mache ich mal, also Rinde, mache ich mal 20. Ich habe Rinde bis jetzt noch nicht gebraucht. Deswegen, ich produziere einfach mal ein paar. Wird nebenbei eh, ja, ist quasi so Abfallprodukt, wenn wir hier Bretter und so weiter machen. Von daher können wir es automatisch mitsammeln. Okay, so, damit steht der Förster, die Lehmgrube steht, das ist sehr schön. Dann können wir also
dahingehend, dass wir die ersten Häuser bauen. Und da seht ihr, da gibt es nämlich noch andere Sachen, die dazu kommen. Nämlich einmal Clay. Aber hier. Also es beginnt mit Clay. Und zwar aus Clay wird das Fundament des Gebäudes gebaut. Dann wird aus Holz und Nägeln ja quasi der ganze Rest gebaut. Dann nochmal Clay für die Wände. Die bestehen nämlich hier aus Clay. Dann wird nochmal ein bisschen Holz, Nägel. Dann brauchen wir nochmal Clay für, ich glaube, den Kamin. Dann wird nochmal ein bisschen Holz und Nägel gemacht. Und ganz am Ende haben wir Thatch. Aus Thatch, also aus Stroh, wird dann quasi das Dach gezimmert. Ja, in den Schritten geht es jetzt also weiter. Und weiter geht's auch in der morgigen Folge. In der morgigen Folge. Und dann bauen wir unsere ersten Häuser. Das ist nämlich sehr wichtig, denn wir müssen Häuser bauen, bevor es Winter wird. Aber dazu komme ich dann morgen in der Folge und erkläre ich, wie das Ganze dann weitergeht. Dann bauen wir auch noch mindestens ein weiteres Haus, was nichts mit Häusern zu tun hat. Und ja, dann sehen wir uns hoffentlich wieder in der nächsten Folge von Ostriff, also der Insel. Und ich bedanke mich erstmal fürs Dabeisein, hoffe es gefällt euch. Und ja, wie gesagt, der Link zur Seite von Ostriff ist unten. $20 kostet das Ganze, 18 Euro also umgerechnet. Könnt ihr euch selber ausrechnen, ob ihr das Geld ausgeben wollt oder ob ihr noch warten wollt, bis da mehr Inhalt ist. Wie gesagt, ich kann es bis jetzt auf jeden Fall empfehlen. Und um euch mehr Einblick zu geben, sehen wir uns dann hoffentlich in der morgigen Folge wieder. Also haut rein, ciao, tschüss.